Ja, willst du mich umbringen? Wer wird das voll sehen? Warte, es bringt mir überhaupt nichts. Warum hab ich gewartet? Ich hätte auch wegrennen können. Okay, ich habe die Task, dann kann ich die leichter machen. Alles Taktik. Ich habe mich geopfert, damit wir gewinnen können. Ich glaube, ich erkälte mich morgen. Das ist okay. Ein guter Plan. Das freut mich. Ja, nee, die Tür ist die ganze Zeit offen, weil ich keine Lust habe, die ganze Zeit rein und raus zu gehen, um meinen Kater reinzulassen. Und es ist scheiße kalt draußen. Dann bin ich halt krank. Deine Schwester. Wenn du wegen der scheiß Katze. Meine Schwester ist unten. Weißt du, ja, das ist wurscht. Ich weiß nur die Katze. Was? Dann rufst sie und sag, musst du mal eben hochkommen und dann sagst du, die Tür zu. Wenn die mich umbringen, acht uns bei. Acht ist so eine beschissene Zahl. Jetzt im Ernst, Tetano. Tetano vertraue ich. Also trotz all dem, was in der letzten Runde passiert ist, Tanu, ich geb dir noch eine Chance. Flippy hochgerannt. Schauen wir mal, ob Flippy unten jemanden umgebracht hat. Wo ist Tanu jetzt hingegangen? Nach oben? Da ist Flippy kurz angetäuscht. Sieht ungünstig aus. War das nicht? Hm? Dass ich jetzt ein leichte reported habe. Aber ich bin es diese Runde nicht. Ich glaube Tanu. Sag, du bist es. Sag, du bist es. Tanu ist es nicht. Super. Tanu sagt, dass du es bist. Dann wollte ich dich nicht. Liegt am Launchpad. Nee. An dem Longtask. Was ist deine Rolle, Nino? Ich bin Imposter. Warum? Ah ja, gut. Danke. Das schreibe ich mir eben auf. Ich bin Vega. Nino Imposter. Voten. Brauchst du den nicht aufschreiben, das kannst du mit dem Vote merken. Nein, ich muss mir das aufschreiben, ich will dich ja nicht direkt voten. Kannst du es bitte in Discord reinschreiben, ich muss mir das auch merken. Ja. Nein. Aber wie frech du auch am Anfang einfach die Event-Task machst, damit der Event blockiert ist. Blockiert das den Vent? Keine Ahnung. Ja, wenn du die Task machst. Also beim Rausspringen blockiert es den nicht. Beim Reinspringen aber. Ja, richtig, ich konnte nicht rein, deswegen bin ich herumgedanced, als du noch bist. Ich da rein. Ach, das cool, wusste ich nicht. Der Vent ist jetzt sauber. Danke. Habe ich direkt wieder dreckig gemacht. Aber die Pizza hat er doch da gebunkert, Digga. Das können eigentlich alle sein, außer Tanu. Oder Tanu. Richtig. Oder Tanu sagt, dass er Imposter ist, damit ich sagen kann, dass ich ihn nicht vote. Also, wie gesagt, alle außer ich, aber ich nicht. Flibby. Aber bist du es jetzt oder nicht? Wer wird denn jetzt gevotet? Mann! Nein, ich hab nur die Wahl. Wahrscheinlich werden jetzt alle Flippy voten. Das war eine Feuersage. Ja, denke ich. Imposter gehen auf Tanu, das ist sehr verdächtig. Nee, ich bin noch beides. Gegangen. Imposter und Crewmate. Ja, Tanu vertrauen wir diese Runde wirklich mal. Hoffen wir, dass es kein Fehler wird. Wo müssen wir hin? Ah, ich hab da unten was zu tun. Müssen wir aufpassen, dass Tanu... Hey! Was sind das eigentlich für komische Wettermessgeräte? Das sind die Wetterballons der Zukunft anscheinend. Wetterballons von morgen, schon heute. Hey du! Ich geh mal hier lang. Also entweder ist er ein sehr dreister Imposter oder er ist halt... Er ist in den ersten paar Sekunden spielt schon gewendet. Das heißt, höchstwahrscheinlich ist er Ingenieur. Und sicher nicht sicher sein, dass irgendjemand dann Imposter wird. Jetzt lass mich ja allein, genau. Wende der einfach davon. Ich muss noch Storage nochmal. Erstmal muss ich nach Reactor. Oh, es hat wen erwischt. Oh nein, Heffer ist nicht mehr da.
Araik und Lutz waren zuletzt beide in der Cafeteria zusammen mit dem kleinen Hefer. Einer von beiden hat wahrscheinlich den guten Hefer umgebracht. Wer ist mit Hefer in der Cafeteria? Lutz und Araik waren zuletzt da mit ihm da unten. Ich bin dann hochgegangen. Oder es sind beide. Drei Leute in Cafeteria zum Schluss. Ja, die Leiche, Araik und ich waren da. Araik ist hochgelaufen zur Gießkanne, nehme ich mal an, oder sonst irgendwo, nicht, keine Ahnung, was der noch gemacht hat. Weiß jemand, wie frisch der Kill ist? Stinkt er schon? Ja, in 10 Sekunden ungefähr. Ach, du bist, bist du Scientist? Ja. Ah. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dir das glauben soll. Okay, Araik, ich möchte gerne dir glauben, deswegen erzähl einfach irgendwas. Also, ich bin überzeugt. Muss ich sagen, glaube ich eben. Also, die Sache ist halt, dass... Und das war dann... Okay, ist für mich Flippy eindeutig Self-Report. Ja. Ah, shit, wir müssen ja wen voten, wir sind ja 6. Auf wen einigen wir uns gerade? Auf Araik natürlich. Okay, damit kann ich leben. Aber Nikolas, du kreuzt jetzt hier so schnell raus. Ist das nicht ein bisschen sus, dass was ein Imposter machen würde? Aber ich kann sogar wenden wie ein Imposter. Ist das nicht mega sus? Aber ich hab gar nicht. Ich hab dich wenden sehen. Zwei kann gar nicht sein, das sicher. Tanu vote auch mal. Du bist unverdächtig. Nikolas, kannst du vielleicht zweimal hintereinander nach mir. Ich bin. Wir wurden alle Araik. Ich bin Crewmate. Ah. Wisst ihr? Ja. Das war Crewmate auf Deutsch. Araik, ich bin enttäuscht, dass du nicht Mitglieder das einer Weltraummannschaft. Ein Kamerad, meine Kamerad. Oder Genosse. Nein, Genosse. Ahoi, Matrosen. Nee, Genosse war was anderes, aber. Ich hab mich aus Versehen selbst gewotet. Ich hätte auf Flippy voten. Hättest du Flippy gewotet, hättest du gelebt. Ja. Ich hab actually aus Versehen. Ach, egal. Das heißt, irgendeiner von den Crewmates hat Flippy gewotet. Ja, ich. Cool. Gute Arbeit. Das freut mich immer. Ich hab keine Ahnung, ob das jetzt richtig oder falsch war. Ah ne, warte, ich hab da vorne ja eine Task. Okay, die beiden, Tanu und die beiden sind da unten, die sind schon mal sicher. Ihr seid beide safe, macht euch keine solche Sorgen. Also ist ein Vent verschwunden. Die Sache ist, dass Okay, wo ist meine letzte Task? Da oben habe ich jetzt auch eine, aber ich bin schon auf dem Weg zu Reaktor. Gehen wir erstmal in den Reaktor rein. Hey Flippy. Araik, warum hast du das One Piece Intro nicht gemacht? Was die gesagt haben, erzähl der Geschichte. Weißt du, scheiße, Mann. Hätte ich machen sollen, ja. Ja, ich bin schon enttäuscht von dir. Reichtum, Macht und Ruhm. Mensch. Bevor mein Augen gewendet. Können wir darüber reden, wo diese Leiche liegt? Flippy. Die Leiche. Die liegt in dem Raum, aus dem du gerade rausgekommen bist. Wo? Ja, oben. Wo oben? Vor der Task mit dem Kristall. Oder du hast mich doch gerade unten aus dem Ding laufen sehen. Ja. Aus Dekon. Ja, du bist aus Dekon rein, aber trotzdem ist am Ende des. Bist du trotzdem ja aus Reaktor gekommen, oder nicht? Xavier und Lutz sind mir nach oben gefolgt. Die waren da sind hoch und ich bin runter. Die beiden waren oben. Wer war oben? Lutz und Xavier. Bin dann wieder runtergegangen. Ja, natürlich bist du wieder runtergegangen. Das hätte dich Haki doch gesehen. Dann bist du gewendet. Warte mal, wo bist du denn gerade, Lutz? Ich bin gerade Dings. Rechts. Rechts, ja. Wie bist du da hingekommen? Gelaufen. Ich bin gerade auf dem Weg dahin. Okay, dann hättest du mir entgegenkommen müssen. Was? Ja, eben, mir eigentlich auch, weil ich bin gerade Richtung genau, Dings ich bin gerade gecrossed, als ich hoch bin. Er hat mich auch gesehen. Tad hat mich auch gesehen. Ja, eben. Also ich habe Flippy gesehen. Er ist von Reaktor nach oben gegangen. Und Lutz hätte mir dann eigentlich entgegenkommen müssen, wenn sie zurückgelaufen. Gut. Ja, und ich bin ja auch jetzt hochgelaufen, wo Flippy runtergelaufen ist. Mir ist auch niemand entgegengekommen. Ja, könnte auch Self-Report sein. Keine Ahnung, aber... Hey, mir kannst du vertrauen, Tanu. Und ich vertraue dir. Und weil ich dir vertraue, werde ich Lutz voten. Ja, weiß ich nicht. Wie wahrscheinlich ist das, Haki in seiner Nase rumführt und das ein Self-Report war? Nee, ich hab für den Kill vorhin ein Alibi. Ich meine, aber für den anderen auch. Ach komm, Lutz, hätte ich dann reported?
Vor allem, Flippy, du hast doch gerade gesagt, trotzdem ist ja die Frage, wo es nutzt, dann hin. Ja, das ist schon wahr, nur sie macht manchmal ein paar komische Sachen, deswegen. Ja, aber sie kann halt nicht wenden, das war die Fähigkeit von Nino. Wie er gewendet hat, das hat er am liebsten getan. Ja. Von einer Seite war der Map noch so auf die jung. Andere. Ja, das wird mir so fehlen. Viel Spaß am Wenden. Schniff. Sif heißt das nicht Schniff. Schnief. So, ich warte doch nicht. Ah ja, von mir. Ah, gut, dass ich mich selbst gebotet habe. Aber ich verstehe nicht, wieso ihr mich gewortet habt, weil ich habe so gut argumentiert und so. Hey, finde ich aber auch. Raik hat's gut gemacht. Es waren auf jeden Fall gute Argumente standen im Raum. Also ich muss schon sagen, ich hätte ihn nicht gewortet, einfach nur, weil er sowas gesagt hat. Ich habe ihn noch nicht gewortet. Ja, wir mussten halt wen worten, wir waren nur noch zu sechs.